Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir haben letztes Mal, ja, das Schiff in einen Sturm gesegelt, was einfach eine saublöde Aktion war. Das ist längst mittlerweile schon wieder über einen Monat her. Und der Captain will uns sehen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass wir da sind. Oh, aufgrund habt ihr hier aber immer noch nicht seitdem da. Naja. Mal schauen. Captain am Bugtreffen hieß es. Da ist er. Rettet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Stimmt allerdings, Möwen sind in der Nähe vom Land. Okay. Hier hat man schon so ein bisschen die Grundsteine von Assassin's Creed 4 gehabt. Die kannst du auf dem Schiff rumtouren. Wird nur leider nicht so bleiben. Naja, was heißt leider? Vielleicht irgendwie auch besser so, wenn man wirklich zweimal das gleiche Spiel rausbringt, dann fühlt man sich ja schon hart verarscht. Wenn man jetzt hier auch die ganze Zeit nur auf dem Schiff gewesen wäre. Ach, wir wachen nicht auf. Ist ja normalerweise nach der Intro-Sequenz so. Naja, willkommen in Boston. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingeht. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau, ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mich, ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Haltet den Dieb! Super Soldaten. Super. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entlang. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Mhm. Okay, scheiße Feldkarte. Achso, ich will immer noch mit der anderen Taste rennen. Wenn ihr was braucht, was ich habe. Irgendwo da vorne. Wobei, ich könnte eigentlich mal gucken, wie sieht denn die Karte aus? Ja, da. Wieso? Achso. Karte ist auf dem anderen Knopf. Nee, auch nicht. Hey, Moment. Wo ist jetzt die Karte? Achso, das da rechts ist die Karte. Oh ja, eine sehr nützliche Karte. Beste Karte, die ich mir wünschen kann. Wenn man ganz, ganz nah rangeht, sieht man vielleicht ein bisschen was. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird noch mal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb.
Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Nathan Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Jo. Ben Franklin. Das sieht nach einer Sidequest aus. Scheiß drauf, kein Bock drauf. So. Mal schauen, was haben wir denn hier? Was ist das hier vorne vor allen Dingen? Nix. Okay. Was braucht ihr, mein Herr? Weiß nicht. Waffen. Das war zu erwarten. Ein normales Schwert. Klingt gut. Und eine Pistole. Jo, klingt auch gut. Her damit. Wir sind bewaffnet. Ich habe nicht den geringsten Schimmer, wie man die Pistole benutzt, aber das werde ich schon noch rausfinden. Beziehungsweise man wird es mir hoffentlich erklären. Weiß nicht. Ach nee, ich glaube, das ist die Pistole, ne? Nö, so nicht. Okay, keine Ahnung. Ich werde es wohl rausfinden müssen. Oder mir erklären lassen müssen, wo der mit der Ihnen passiert. Wird schon noch jemand passieren. Uiuiui. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Barge sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Wozu ist das gut? Ich finde das ganz interessant, weil ich einfach keine Ahnung mehr habe, was jetzt hier alles passiert. Wir gehen einfach mal rein und gucken, was dann uns so erwartet. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Doch, ich glaube, wir sind zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen. So, und wie hieß... Ich habe seinen Namen schon vergessen. Wer ist das jetzt? Was machen wir hier überhaupt? Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern.
Dann sag mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Okay. Wir machen uns einfach direkt auf die Suche nach jemand anderem. Von mir aus. So, interagieren, mal sehen. Süd, was hat er gesagt? Südwestlich? Wir werden einfach geportet. Ja gut, das geht natürlich ein wenig schneller. Ups. Nee. Da. Schönen guten Tag, was geht? Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haven Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. War auch keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskuck. Beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Jo. Ups. Geht in ja. Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Das war jetzt auf jeden Fall unauffällig. Wow. Einfach wow. Ich baller den Typen direkt über den Haufen. Fällt keinem auf, oder was? Verschwindet, bevor wir wütend werden. Kann ich vielleicht auch so... Nee. Jetzt muss... Ups. Was war das? Ah, Waffenrad. Interessant. Ich echt nur Schnellschuss? Oder was? Achso, das war... Ah ja, okay. Genau, nachladen. Wir haben hier eine alte Waffe. Worten, nachladen dauert noch eine Ewigkeit. Wie schieße ich denn jetzt? Normal. Das nicht. Das auch nicht. Da auch nicht. Ah, ich kann den Shooter wechseln. Cool. So, auch nicht. Da auch nicht. Da nicht. Ach. Da ist Blocken, nicht auf Y. Ich glaube, ich bin gerade irgendwie bei der Batman-Steuerung. Das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt irgendwie... Das erhöht die Reichweite. Und trotzdem auf mit Y schießen? Ja, offensichtlich. Vorstellung geht weiter. Kurz warten, bis du nachladen ist. Nehmen wir uns die Knarre mit. Die waren wohl doch nicht so sicher da drin. Ich frage mich gerade, wieso so offenbar alle hinter der Tür stehen geblieben sind. Naja. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Schuss,
Naja. Super, denke ich. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Sam. Die hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Nee, ich hab nur 8 Schuss. Eine Schande, dass so viele sterben mussten. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Hm. Okay. Jo, immer wieder eine neue Währung. Mittlerweile sind es Pfund. Vorsicht, Herren, Gesellschaft. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gauner. Au. Haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Könntest du mal aus dem Weg gehen? Ich sehe nichts. Wieso kann ich übrigens nicht schießen? Hm, egal. Ich schon gesehen. Kann ich die Waffe nicht fallen lassen? Nee, kann man nicht. Aber warte mal, ich könnte auch. Kann ich so vielleicht einfach die Waffe auswählen? Ich versuche ein paar Waffen mit Schusswaffen zu töten. Weil es ein optionales Questziel ist und eigentlich scheint nicht sonderlich schwierig zu sein. Man sollte natürlich auch einen Stich treffen. Ich könnte ein Gewehr schnappen. Achso, die muss ich auch nachladen. Hallo, lädst du jetzt mal nach? Irgendwie reagiert er nicht ganz, wenn ich die Taste drücke. Und weg mit dir. Na. Oh, warte mal. Ich kann mal die Waffe fallen lassen, einfach die nächste aufheben und hoffen, dass sie geladen ist. Ist der Inhalt der Kiste das auch wert? Ach, na kommt. Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Davon abgesehen hatten die gerade auch Gewehre, nicht nur Messer. Und ich sehe auf der Karte schon wieder einen roten Punkt. Guten Tag. Und Mist. So. Jetzt können wir zu altmodischeren Methoden übergehen. Ja, bei den Waffen, die wir benutzen, deutlich effektiver sind. So, ist doch viel einfacher auf diesem Wege. Moment. Gib mir die Waffe. Nachladen. Nachladen. Noch zwei auf den Dächern. Wow, da habe ich nicht hingeschossen.
Wie geht übrigens die Munition aus? Ich sollte wirklich mal ein paar Leichen plündern. Wie ist es im Hänger? Kann ich... Okay, er hat einfach keinen Bock nachzuladen. Das akzeptiere ich mal so. Nehmen wir uns kurz ein bisschen Muni mit. Und diese Waffe. Guten Tag da oben. Tschüss. Hoi. Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Wie bin ich hinter ihn gekommen? Ich frag nicht. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Gut. Das wäre erledigt. Ich gehe jetzt einfach mal runter, weil ich vermute, dass es hier weitergeht. Oder? Was ist. Wer bist du? Achso, du bist wie ein Spieler, ne? Ja, Mühle. Nee. Nee, Quest ist natürlich oben. Mist. Na gut, aber ich würde mal sagen, die nächste Mission nehmen wir auch erst beim nächsten Mal an. Das war's erstmal für heute und dann beim nächsten Mal, ja, keine Ahnung, mal schauen, was passiert, oder? Ich muss wieder mit Lee sprechen. Okay. Bis dahin. Ciao.